to the mirror. Ja komm, geh weiter. Da oben hast du doch schon alles, meine Güte. Du bist gleich tot, ne? Das weißt du. Gut, dass sie keinen Schaden machen. Deswegen mich hier auch so. Warum geht mir hier unter? Ja. So. Jetzt stirbst, bist du es wieder schuld. Ja, wenn ich sterbe, bin ich es schuld. Das ist schön. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht funktioniert mit der Fernbedienung. Ich sitze viel zu weit davor. Da kann ja auch nichts funktionieren. Jetzt ist es ja die Hardware schuld. Guck mal, wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, um uns in der Stadt die 10 Minuten Arbeit zurechtzufinden. Ja. Ist das nicht. Nee. Mach einfach eine nicht tot Betty Hill Folge draus. Oh, Donald Schlepper ist gesunken. Oh nein. Tja. So, jetzt wollte ich gerade auf diese Wand und das reparieren und dann. Mickey Mouse! Da ist doch Clarabella. Moment, erinnert jetzt nicht an Clarabella, ist der blöd? Aber die ganzen Sachen kenne ich noch, das ist so toll. No. Doch, wenn ich die Möglichkeit hätte und die im Fernsehen laufen würden, würde ich mir die immer noch angucken. Oder? Du doch auch. Ja, bis auf ein paar von den alten, die ich ein bisschen nervig fand, aber einige waren richtig gut. Welche fandst du denn nervig? Zum Beispiel das Rumgetanze von denen. Das ist eine von denen, die ich nicht so toll fand. Clarabella war halt so wie Daisy, so eine Knatschtante. Und komisch und. Mit so einer Tratschtante. Ja, warum ist das jetzt? Das war komisch. Was zum? Warum ist da Goofy? Warum ist Goofy ein Roboter? Hast du gerade nicht gelesen, oder? Ja doch. Oswald hat sich einen Kumpel gebaut. Aber Goofy als Kumpel ist doch anstrengend, oder nicht? Ja. Aber jeder hat doch so einen anstrengenden Kumpel, oder? Oh ja, finde Goofy ist teilig. Ich habe ja nicht schon genug zu tun oder so, ne? Gibt's da nicht irgendwie Personal für? Oh, Aufgaben über Aufgaben. Ey, ist ja wie in der Uni. Geh weg. Jetzt soll ich die ganzen Fliesen machen. Ist doch nicht fertig, oder? Ja, ich weiß. Achso. Meine Güte, mach doch nicht so ein Theater. Was soll denn das? Leben. Da ist es. Yay! Hä? Okay.
stimmt, wir sind ja fast tot. Ja, ich weiß, der hüpfende Briefkasten, den hol ich mir. Sieben, fünf, zwei war das, ne? Oh, ist ja gut. Ups. Kann ich nicht kaputt machen. Gut gemacht. Ja. Leben! Leben! Hier war das alles so marsch. Wenn hier so ein Sturm gewütet hätte. So ein sandiger. Oder so ein Wolf. Ich spuste und booste. Genau. Gut. Vielleicht hat einer so wahrscheinlich die Hälfte der Sachen, die wir hier ansprechen, die Leute, die das hier gar nicht wissen, wovon wir reden. Wieso? Das ist so wie traurig. So, das Handy kennt doch jeder. Das Handy? Ich dachte, aua! Hau mich doch nicht. Und die drei kleinen Schweinchen und den Wolf. Ach doch, das kennt jeder, natürlich. Na? Weiß ich nicht. Alter, das ist das sprechende Telefon. Warum kann ich jetzt nicht ansprechen? Komm. Das habe ich aber auch immer. Da steht ein A, ich drücke A und er springt. Ich hatte den Anzug. Schön. Ach, das war eine Kopie von meinem Haus. Um zu wissen. Dankeschön. Meint ihr denn nicht irgendwas von aufs Dach klettern und Tresor und so? Ja, das Haus hinter mir. Aufs Dach klettern. Achso, hinter mir. Also ich dachte jetzt. Ach, da ist es doch. Da oben. Erstmal ausmalen. Vor allen Dingen kriegst du jetzt diese Viecher. Schüttel mal jetzt die Wiimote. Brauche ich nicht. Du musst nämlich dann die Häuser direkt ins und ausmalen. Ja. Oder? Da muss auf ihn drauf. Ja, ich versuch's gerade. Der macht sich dann einfach größer. Ach, jetzt muss ich wahrscheinlich den Balken einfach verschwinden lassen, oder? Ja. Und da drauf springen. Man kann es auch kompliziert machen, das geht natürlich auch. Ist ja nicht so, dass er irgendwie keine Luft kriegt in dem Tresor oder so, ne? Ja. Ich sehe kleine Kobolde. Gehst du zum Mickey Müll Mountain? Was zum Geier? Muss ich mich jetzt echt mit meinem Telefon prügeln? Also ich meine, mit seinem Telefonanbieter sich zu kloppen. Oh! Gott, kann das nicht so alles auf einmal aufpoppen, anstatt so 5 Stunden lang hintereinander? Nein, das wäre zu einfach. Definitiv. Ja, ich möchte mein Haus betreten. Oh. Immer so ein, ja, ich helfe dir, aber nur, wenn du was für mich tust. Ist ja nicht so, dass es noch irgendwie sowas wie nette Menschen gibt. Nein, die wollen alle was dafür haben. Oder Telefone. Ja.
erinnert mich an dieses Riesentauschgeschäft quer das ganze Spiel bei Zelda. Boah, kannst du jetzt bitte aufhören von Zelda zu reden? Meine Güte. Okay, Mario. Ja, Auftrag nicht geschafft. Was? Du hast dem Typen schon irgendwie gesagt, du sollst Telefon annehmen oder wie? Nee. Ja, stimmt. Einmal irgendwas. Ja, ist egal, wenn es nicht geschafft ist, ist mir jetzt wurscht. Warum hat das denn jetzt abgebrochen? Hast du den Typen direkt angesprochen oder was? Ja, weiß ich nicht. Und da stand irgendwas und ich hatte keine Lust, dem zuzuhören. Ich rede mal auf Telefon, das ganze Auftrag wieder starten, egal was nicht. Aber es interessiert doch keinen, ob ich hier ein Telefon repariert kriegt. Ja, ich möchte mein Haus vertreten. Irgendwie bin ich gerade von dem Spiel dezent genervt. Oh, er hat's kaputt gemacht. Er hat's doch zerlegt. Naja, egal. Das Telefon war eh komisch. So, jetzt reparier die Brücke, aber hut dich. Okay, los geht's. Ich war ein bisschen drauf rumhämmern, kann ich auch. So, da bräuchte ich keinen Reparateur für. Yay, Auftrag abgeschlossen. Ich habe eh den Überblick verloren, was wir alles machen müssen. Aber ja, ich starte noch was um. Nein. Okay. Ich will jetzt weiterkommen. Ja, ich will zum Mickey Mill Mountain. Ich will zur Müllhalde, die nach mir benannt ist. Ja, komm. Mach kein Drama und dann. Hopp. Ich hab die Kinder gerade da reingezerrt. Irgendwie vor wie so ein Pedo. Nein! Das war, glaube ich, falsch. Ich glaube, ich hätte oben drauf gemusst. Ja. Sammeln wir die Sachen eben nochmal schnell ein und dann. Scheiße. Ich nehme mir alles auseinander. Aber ich lebe noch. Badewanne. Cool. So. Auf zum Mickey Mill Mountain. Willst du nochmal? Ja? Hier. Bitteschön. Weil mit Müll rumschlagen, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das überlasse ich uns. Das habe ich hier, dann machen die Drecksarbeit. Ja, die Drecksarbeit bleibt für dich. Haben wir doch vorhin geklärt. Oh. Wieso müssen wir eigentlich Oswald ausfindig machen? Ich dachte, wir müssen den Arzt kaputt hauen.